Egal ob du an Heuschnupfen leidest, gerade eine normale Erkältung hast oder vielleicht empfindlich reagierst auf Lebensmittel und sich das in einer Schleimbildung in den Nebenhöhlen, Stirnhöhlen oder auch bei den Ohren auswirkt, dieses Video ist richtig für dich, wenn du kaum noch durch die Nase atmen kannst, Kopfweh hast von dem ganzen Druck und vielleicht auch keinen Druckausgleich kannst in deinen Ohren. Hallo und herzlich willkommen bei Rotopia. Schön, dass du dabei bist. Ja, hier und da kommt es einfach vor, dass wir kaum noch atmen können durch die Nase, weil die Nebenhöhlen komplett mit Schleim zu sind. Manchmal bildet sich Lymphflüssigkeit in den Ohren. Wir können keinen Druckausgleich, was im Flugzeug zum Beispiel sehr unangenehm sein kann und beim Tauchen absolut essentiell wichtig ist. Wenn man keinen Druckausgleich kann und tiefer taucht, dann kann einem das Trommelfell platzen und das ist bei mir als Freitaucherin also sehr, sehr wichtig. Und was mir aber da sehr gut hilft, ist eine kleine Eigenmassage. Kann man nicht nur bei sich selbst machen, auch für andere ist es sehr angenehm. Wenn du jemandem anderen helfen willst, dann kannst du den Menschen vor dich hinsetzen lassen oder mit einem Polster den Kopf ein bisschen erhöhen und sich hinlegen lassen. Wichtig ist, dass der Kopf dabei ein bisschen erhöht ist, damit die Flüssigkeit dann nach unten abfließen kann. Du verwendest deine frisch gewaschenen Hände. Und ganz, ganz wichtig ist dabei, dass du weißt, nur sehr leichten Druck auszuüben. Also du wirst jetzt nicht hinein massieren mit aller Kraft, sondern einfach nur sanft streichen und drücken. Und zwar mit der gleichen Kraft, die du aufwenden würdest, wenn du eine Münze über den Tisch schieben möchtest. Du fängst an mit drei Fingern, und zwar in der Ecke hier, wo dein Schlüsselbein und dein Halsmuskel zusammenkommen und drückst sanft auf das Gewebe, auf deine Haut drauf. Stimulierst so den Lymphfluss und möglicherweise wirst du dann auch im Laufe der Behandlung eine Bewegung spüren, vielleicht dich räuspern müssen, vielleicht in den Ohren eine Veränderung spüren und im Allgemeinen hoffentlich Erleichterung bemerken. Du pulsierst hier also circa 30 Mal. Auch 32 Mal machen. Nein, aber es geht auch 40, 50 Mal, wenn es bei dir ganz schlimm ist. Du wirst vielleicht sogar auch schon jetzt, wenn du da mit mir mitmachen solltest, was merken, obwohl ich jetzt nicht bei jeder Position bis 30 zählen werde. Wenn du hier fertig bist, streichst du als nächstes am Hals senkrecht nach unten, ungefähr entlang dieses Muskels. Auch wieder 30 Mal. Und wenn du da fertig bist, gehst du zu deinem Nacken und da hältst du die Hände in so einer Position und streichst nach unten. Schaut so aus. Auch hier wieder 30 Mal in etwa, genauso sanft wie vorher. Und dann als nächste Position kommst du zu deinen Ohren. Kannst du zwei verschiedene Dinge tun. Entweder verwendest du deine Peace-Finger und streichst entlang des Ohrs vorne und hinten gleichzeitig nach unten. Oder du verwendest zwei Finger und streichst zuerst vorne 30 Mal und dann hinten 30 Mal nach unten. Also mal 30 vorne. Wenn du hier fertig bist, 30 hinter deinem Ohr. Und danach nimmst du deine Zeigefinger und hakst sie in dein Ohr ein. Mit dem Daumen sicherst du diesen Griff ab und ziehst dann deine Ohren konstant nach hinten und außen. Sieht besonders schick aus, also am besten auch noch ein schönes Gesicht dazu machen. Aber den Zug nicht stärker haben, als es angenehm ist. Also nicht als an deinen Ohren zerren, soweit es geht, sondern nur sanft nach hinten und außen ziehen. Circa eine halbe Minute hier verweilen oder solange es angenehm ist und dann nach hinten und unten ziehen. Nach 30 Sekunden oder einer halben Minute fängst du dann mit den Übungen an, aber in umgekehrter Reihenfolge. Das heißt, als erstes hier oben vor und hinter den Ohren
nach unten streichen. 30 Mal. Dann zum Nacken zurück. Nach unten streichen. Danach entlang vom Hals nach unten, von den Ohren zu deinen Schlüsselbeinen. Und dann zu guter Letzt wieder hier pulsieren. Du kannst es ein paar Mal wiederholen. Wichtig ist, dass du immer unten anfängst, um hier den Fluss zu lösen und dann nach und nach und nach weiter nach oben wanderst. Das war's für deine Ohren. Als nächstes kommen die Nebenhöhlen und Stirnhöhlen dran, damit du auch wieder befreit durch die Nase atmen kannst. Dafür verwendest du ein oder zwei Finger, je nachdem wie groß deine Finger und auch dein Gesicht sind, und fängst an der Innenseite deiner Augen, inneren Augenwinkel, mit leichtem Druck oder auch kleinen Kreisen links und rechts des Nasenrückens zu massieren. Wanderst dann langsam, so alle ein, zwei Sekunden, ein Stückchen weiter nach unten. Zuerst entlang des Nasenrückens und dann unten um die Wangenknochen herum. Es kann sein, dass du beim einen oder anderen Punkt das etwas unangenehmer empfindest als bei einem anderen. Das heißt aber nicht, dass du deswegen ganz fest hindrücken musst. Du könntest aber dann länger verweilen. Danach einmal oder zweimal nach außen streichen. Und dann vom gleichen Ausgangspunkt nach oben wandern. Also innere Augenwinkel, Richtung Augenbrauen und dann außen um die Augenbrauen herum. Bis zu den Schläfen. Dann ein paar Mal kreisen, wenn du magst, oder einfach nur leicht andrücken. Und dann nach unten weiter über deine Wangenknochen. Richtung Kiefer. Danach ein paar Runden streichen. Hoch und nach außen. Aber gerne ein bisschen höher und höher wandern. Vielleicht auch zwei Finger verwenden auf jeder Seite. Und zum Schluss drückst du noch auf dein drittes Auge, auf genau den Punkt, ein bisschen oberhalb und zwischen deinen Augenbrauen. Sanfter Druck, kannst du auch gerne etwas massieren. Und streich dann noch ein paar Mal nach außen und nach unten und außen. Die Wärme deiner Hände hilft übrigens auch, der Flüssigkeit sich zu verflüchtigen. Und das war's auch schon, ein paar Minuten deiner Zeit und die Magie deiner Hände ganz alleine haben gereicht, damit du dir nun selbst helfen konntest. Ich finde sowas super und hoffe, es war auch für dich hilfreich. Wenn dem so ist, lass mir ein Gefällt mir da, abonniere meinen Kanal oder schreibe einen Kommentar, was es dir gebracht hat und auch, falls du Ideen hast, was ich als nächstes filmen könnte. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, alles Gute und bis zum nächsten Mal bei Rotopia. Ciao.